Da kannst du locker 20 Personen drin mitnehmen. Ja. Wäre schön, wenn wir wieder 20 Personen auf selber werden. Ja. Oh, das wäre mal so schön. Wie geht's denn der Lotto Fox? Ja. Like always. Du bist ja auch nur 10 Minuten da, ja, ist halt momentan nicht so einfach. Freundin braucht viel Zuneigung. Okay, die ganze... Yo! Aber ich höre es nicht von wo, ich höre... Mauer. Welche Seite links? Komplex. Gelber Komplex. Links. Hühnerchen. Ja, aber da habe ich keinen gesehen vorher. Ist aber noch was von rechts. Die ist nicht schnell gelandet kriegen. Was ist? Fuck, der Motor ist rot. Den höre ich jetzt mal vom Motor, schießt bitte. Der ist hier rechts von mir. Boah, ja, ich seh's. Von wo er schießt auf alle Fälle. Aber der schießt auch von der Mauer aus. Glaube ich irgendwie nicht. Könnte sein. Von diesen kleinen grünen Türmen vielleicht, Diggi? Hatte ich vorher eigentlich reingeguckt. Wir haben sie jetzt ein bisschen angerotzt. Das ist echt ekelhaft. Oh, Alter, wirbelt die Staube auf. Ey, ich krabbel gerade nur, weißt du das? Hast du Angst? Ne, nimm mal safe. Also kleinen grünen Turm habe ich nichts gesehen. Es war halt unvermutet. Aber Richtung, in Richtung könnte aber auf alle Fälle passen. Für einen Scheiß mit hab. Die neuen Backpacks gefunden oder die Westen? Backpacks gibt's keine neue. Ja, aber die Weste meine ich. Nee. So. Wo bist du, Tiki? Links von der Mie aus. Glaube ich, ja, links. Links im Wald rein. Bin mir nicht sicher, ob der im Wald war oder an der Mauer. Du bist ja schon am Zaun gewesen, ne? Ich war, also zumindest vom Stein aus war ich schon am Zaun und hab da geguckt. Bist du da? Bin vorm Stein mittlerweile. Ja, ich bin ein gutes Stück rechts von dir. 100 Meter circa. Den einen von der Mauer habe ich, den der dich erschossen hatte. Der muss ja auf jeden Fall noch mehr sein. Mehr Sorgen macht der Typ, der ist eben gerade auf mich geschossen hat. Der mit der ELG, oder? Ja. Ja, irgendwas MK-technisches auf jeden Fall. Und die schießen gut.
Keine Ahnung, von wo der von links also geschossen ich, haben soll. der von links, weiß ich nicht, aber der war auf alle Fälle weit weg. oder weiter weg, nicht weit. Der rechts, der mit der MK, der hat, muss von irgendwo oben von der Mauer geschossen haben. Weil der hat nämlich in der Höhe in den Baum reingeschossen, der hätte dich sonst eigentlich nicht treffen können. Das wird ja amüsant. Ja, ah, ich sehe den mit der MK. Wo denn? Er zielt. Der grüne Turm. Oh Gott, der zielt auf mich. Ja, ich sehe es, ich schieße ihn um. Ja. Ey, geht das down? Wie ist er nicht hin? Ist er umgefallen, das den du geguckt hast? Du hast zumindest jetzt zwei Kills, ja. Ja, den einen habe ich, aber ich weiß nicht, ob das der war, der auf dich geschaut hat. Ja, ja, da ist sein Kopf verschwunden. Auch im ersten Schuss halt schon, deswegen habe ich mich gewundert, warum du weitergeschossen hast. Nee, der hat sich geduckt. Okay. Alter. Sondern der andere muss irgendwo rechts davon gewesen sein. Na gut, der juckt uns erstmal ja nicht. Der wird uns nicht jucken, wenn wir hinter die Scheune laufen. Das Miese ist halt, dass sie geduckt, dass du sie nicht siehst. Ja. Die siehst du nur, wenn du frontal zu denen guckst. Das Allerschlimmste ist, dass so viele Bäume im Weg sind, dass du die oftmals gar nicht siehst. Ja, aber die kannst ganz entspannt durchschießen. Den konnte ich halt vorher von der Zaunposition aus nicht sehen, weil er hinter, also quasi hinter der Rundung war. Ja, auf in den Tod, oder? Kommen wir zum Bauer. Ich hoffe, das bist du da beim grünen Turm. Ja, ja. Grüner Gilly. Hallo. Wow. Ist hinter mir. Kein Problem. Ich bin schon wieder im Arsch. Der ist aber nah. M240, ja. Höhe Sandsäcke. Ich krieg's brechen. Sollen wir es lieber lassen? Im Wald. Was? Nein, warum? Ja, wir haben 2 Stunden haben wir noch. Das ist mein letzter M40. Müsst überlassen. Was für eine Aussage. Höhe Sandsäcke. Ja, da waren so Sandsäcke und da stand er im Baum. In der Tanne. Das war aber der M240, wo der RPK-Typ war, keine Ahnung. Aber auch hinter mir. Alter, ich hab grad. Oh fuck. Er hat mich zumindest getroffen. Ja, ich weiß jetzt zumindest, wo er geschossen hat.